Können wir dann nicht einfach dieses Papier hier irgendwo hinkleben? Da soll noch einer sagen, Filme bilden nicht. Das sollte reichen. Der Strom wird durch die Alufolie geleitet, auch wenn ich das Fenster öffne. Sehr schön. Sehr professionell gelöst. Das ging gut. Ich sollte... Satan! Nicht schon wieder! Über 100 Jahre schon holt der Fluch sich seinen Sohn. Stets Macht verleiht er seinem Blut, weckt in ihm besessene Wut. Niemals stand er vor Gericht, niemals ist ein End in Sicht. Was? Was haben Sie gesagt? Woher kennen Sie dieses Gedicht? Die Waldgeister haben es mir geflüstert. Waldgeister? Was soll der Blödsinn? Geister in Gewändern. Sie haben weiße Horrorfratzen. Im Wald, bei der Geistermine. Irgendwie mag ich den. Warten Sie! Gehören Sie zum Orden! Hallo! Das war das Gedicht, das Reginald Boris bei sich hatte. Ah. Er gehörte vermutlich zum Orden. Und der Penner meinte, er hätte das Gedicht bei der Mine gehört. Da sollte ich mich mal umsehen, bevor ich mich mit Angelina treffe. Dann ist das hier also... Verdammt! Was ist mit mir los? Was zur Hölle? Was war das? Wenn ich abergläubisch wäre, würde ich sagen, ein paar Geister hätten versucht, Kontakt aufzunehmen. Da ich aber ein rational denkender Mensch bin, muss ich davon ausgehen, dass ich den Verstand verliere. Großartig. Naja, hoffentlich sind es nur der Schlafmangel und die Erschöpfung. Und deswegen gefällt mir die Sache nicht. Mir gefällt es auch nicht. Aber es war richtig, ihn zu schicken. Ordensmitglieder, ich muss mich verstecken. Alles klar, aber wo? Oh, er rennt sogar. Fahrstuhl, oh Gott, in Fahrstuhl? Haben die irgendwelche komischen Brillen auf? Ich hätte nie gedacht, dass es solche Ausmaße annehmen würde. Als das Grab geöffnet wurde und der Junge nicht drin lag, habe ich geahnt, dass es so kommen würde. Aber er war so lange weg. Kann es nicht sein, dass der Fluch keinen Besitz von ihm ergriffen hat? Sie ist da anderer Meinung. Sonst hätte sie nicht versucht, ihn gefangen zu halten. Psst, da kommt sie. Wir haben uns überlegt, dass wir uns heute direkt in der Mine treffen. Wegen des Wetters. Ist Ihnen das recht? Es spielt keine Rolle. Ich hätte es mir denken können. Miss Valley steckt dahinter. Sie ist die Schwester des kleinen Vic. Sie hat sich geradezu fanatisch mit dem Thema beschäftigt. Und natürlich kannte sie als Bibliothekarin die Geschichte des Ordens. Sie muss einige Leute aus dem Dorf davon überzeugt haben, aktiv zu werden. Dann haben sie sich aus irgendeinem Grund auf mich eingeschossen. Und diese Miss Valley geht über Leichen, da bin ich mir sicher. Angelina ihr im Weg stand. Ich muss es erfahren. Ich an seiner Stelle würde nicht zu nah rangehen. Das sieht echt aus, als hätten die so einen Strumpf überm Kopf und dann irgendwie so eine komische Brille auf. Für auch immer. Was hat das zu bedeuten? Warum dieses Treffen? Weißt du etwas Neues von Reginald? Was ist mit dem Mädchen? Ist sie wirklich wieder hier? Hast du was aus Wales gehört? Es gibt schlimme Nachrichten. Bruder Reginald ist tot. Was? Oh mein Gott! Aber es ist nicht die Zeit zu trauern. Das Mädchen schnüffelt immer noch herum. Und noch schlimmer? Er ist uns entkommen. Wie kann das sein? Was tun wir, wenn er dahinter kommt? Ruhe! Die Gefahr ist nah. Sehr nah. Beide, das Mädchen und unser amerikanischer Freund, können alles zunichte machen, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben.
Wir sind gezwungen, drastischere Maßnahmen zu ergreifen, fürchte ich. Aber wir können doch nicht... Wir haben keine andere Wahl. Besser, ich verschwinde hier. Was war das? Ist da jemand? Er ist es! Halte die Tor! Das Bleib Tor! Ruhig. Lass die nicht Wir wollen dich nicht verletzen. Oh oh. Pass doch auf! Na toll. Du hast doch keine Chance! Haltet ihn! Lass ihn nicht entkommen! Oh, Fluch. Jetzt. Öffnet das Tor! Wo soll ich hin? Er darf uns nicht entkommen! Nichts wie Deck hier. Kann ich da rein? Da ist er! Na los, Beeilung! Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich gehe einfach hier rein. Er verschießt das Tor! Ich kann sie nicht ewig zuhalten. Okay, hast du nicht irgendwas hier, die Metallstange? Ich werde bei sowas ja immer dann super hektisch. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Die Eisenstange versperrt kurzzeitig die Tür. Wir könnten natürlich jetzt den ganzen Weg zurückgehen, oder? Verdammt! Was? Verdammt! Komm schon! Ach so. Irgendwie ging die verdammte Tür noch auf! Ach ja, hier an dem Hebel, an dem links. Es tut sich nichts. Aber die Tür muss doch mit diesen Hebeln zu öffnen sein. Ich probiere es weiter. Mach mal. Hat das jetzt funktioniert? Nein, okay, dann den hier. Oh Mann, ey, ich habe keinen Plan. Den vielleicht auch noch? Oder nur den hoch? Okay, jetzt ist die Tür offen. Raus hier! Sehr gut. Dann aber schnell. So, können wir die Tür irgendwie verbarrikadieren? Mit irgendwas? Okay. Oh, die sind schon an den Hebeln. So, wir haben nichts mehr. Ich glaube, Wasserschlauch? Die eine Hälfte des Schlauchs. Keine Ahnung, wer sie zurückgeräumt hat. Will er die mitnehmen oder nicht? Okay, er hat den Schlauch. Oh Mann, ey. Können wir das da dran packen? Nee. Ich hab keinen... Ach ja, wir sind ja aus dem Rohr gekommen. Stimmt. Keine Chance. Wo und wie sollte sich der Schlauch verhaken? Ich hab keine Ahnung. Können wir nicht irgendwie... Keine Chance. Ich habe keinen Halt und ich kann mich nicht hochziehen. Shit. Irgendwas müssen wir hier finden. Eisenstange. Eine Eisenstange. Vielleicht kann ich mir damit die Kerle vom Leib halten. So, Eisenstange. Kombinieren. In Ordnung. Ich knote den Schlauch mittig an der Stange fest. Alter, diese Musik, ne? Es geht gar nicht. So, jetzt rein? Vielleicht funktioniert's. Das wäre schön. Ja, die Stange hat sich oben quer über den Ausgang gelegt. Was für ein Zufall, dass das direkt funktioniert hat. Schieß! Zu spät! Haltet ihn! Hui, das war knapp. So, jetzt müssen wir hier nur wieder rauskommen, ne? Zum Tunnel. Ach Gott, wie ging das noch gleich? Ich komme wieder... Ah, was? Warum fängt hier die Musik an? Wie komme ich hier raus? Soll ich nach rechts gehen? In diesem Abschnitt stinkt's besonders schlimm. Okay. Ah, stimmt, jetzt sind wir hier. Mach das Gitter runter. Also durch dieses schwere Gitter folgen sie mir bestimmt nicht. Trotzdem sollte ich lieber schnell raus hier. Ja, dann los. Oh, da waren die gerade schon. Oh Mann, muss ich hier hin? Mist, ich... Boah, das stinkt. Ich verlauf mich, ne? In diesem Abschnitt stinkt's besonders schlimm. Okay.
Hinten links? Ich verlaufe mich gerade echt total. Was ist das denn hier? Ich habe keine Ahnung. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Ich muss hier hin. Sehr gut. Und raus. Alter! Oh. Hi, Mary! Was soll das hier werden? Der Gestank ist im gesamten Hotel zu riechen. Packen Sie sofort Ihre Sachen und verschwinden Sie! Ich habe noch etwas sehr Dringendes zu erledigen, Mary. Ich mache auch so schnell ich kann und ich verspreche, es kommt nicht wieder vor. Sicher nicht. Also schön, hier bin ich! Was wird gespielt? Es regnet ziemlich heftig hier. Angelina! Wo versteckst du dich? Angelina! Angelina? Nichts von Angelina zu sehen. Komm endlich raus und zeig dich! Ich würde doch alles für dich tun! Warum hast du mir nicht einfach die Wahrheit gesagt? Oh nein! Angelina! Nein! Ist sie das wirklich? Wo bin ich? Irgendwas stimmt hier nicht. Wer macht denn darin Fotos? Und die Leiche, das war doch niemals Angelina. Das glaube ich nicht. Er hat auf jeden Fall wieder eine Vision oder einen Traum gerade noch. Was war das denn? Habe ich einen Geist gesehen? Ja, nicht nur einen. Oh, schon wieder? Mom? Was? Darren? Darren, bist du das? Mom? Was? Aber du bist doch... Du bist nicht länger mein Sohn! Aber ich... Das gibt's doch gar nicht. Er hat auf jeden Fall... Da steht Fuller. Oh. Was hat Fullers Grab hier zu suchen?
Der kommt jetzt auch noch. Du Waschlappen! Dich werde ich fertig machen! Das wollen wir doch mal sehen! Oh